Trotz aller Warnungen finden Kaffeefahrten hier in Deutschland ja immer noch ihr Publikum. Bis zu 5 Millionen Menschen machen jedes Jahr mit. Welche Erfahrungen haben Sie mit solchen Verkaufsveranstaltungen gemacht? Das haben wir Sie in Magdeburg gefragt. Wir wurden in ein Gasthaus abgeliefert, was zugeschlossen worden ist. Man kam nicht raus, man durfte nur durchs Fenster gucken. Bis uns eben ein Verwandter dort errettet hat und mit der Polizei gedroht hat. Und da wurden endlich die Türen aufgeschlossen und wir durften raus. Ich habe mal Lama-Decken gekauft. Ja, ich war da mit meinen Eltern noch hingefahren, und aber die waren ziemlich teuer. Und also warm halten die auch nicht. Wenn man das in den Medien hört oder im Fernsehen sieht, ja, das ist ja eine Katastrophe, wie alte Leute dort übers Ohr gehauen werden. Das ist reine Abzocke. Meistens fallen dann die Rentner drauf rein. Ich finde es schade, dass man die Gutmütigkeit der älteren Leute vor allem ausnutzt und denen das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Im Bus irgendwo hinkutschiert zu werden, abgekippt, abgefüttert und dann gezwungen wird, was zu kaufen, das wäre nichts für mich, gar nichts. Man wird doch gewarnt im Fernsehen, im Funk und sonst wo. Wer da hingeht, ist doch blöd und selber schuld. Und doch gehen so viele hin. 10 nach 12, willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer, an einem herrlich sonnigen Tag. Und hatten Sie auch schon mal so ein Schreiben im Briefkasten? Ich hatte schon jede Menge, in dem unglaubliche Gewinne versprochen wurden. Dahinter stecken meist Kaffeefahrten, bei denen oft billige Produkte teuer verkauft werden. Und die Veranstalter, die scheuen keine Mittel, um ihre Kundschaft zu beeinflussen. Wir haben einen Teilnehmer bei einer Fahrt eingeschleust, bei der besonders viel versprochen wurde. Dieter Neugebauer aus Flensburg wird per Einwurfschreiben zu einer Kaffeefahrt eingeladen. In dem Schreiben steht, er habe tolle Preise gewonnen. 800 Euro in bar, einen hochwertigen Fernseher und ein weiteres Geschenk im Wert von 300 Euro. Die Preise sollen im Rahmen einer Ausflugsfahrt übergeben werden. Dieter Neugebauer meldet sich für die Fahrt an, obwohl er nicht glaubt, dass er die versprochenen Dinge auch wirklich bekommen wird. Das ist meine erste Kaffeefahrt. Und ich muss sagen, man zweifelt ja immer an diesen Dingen. Aber das, was mir da versprochen worden ist, da muss ich sagen, das schaue ich mir mal an. Wir werden mit ihm zusammenarbeiten und schleusen ihn bei der Fahrt als Lockvogel ein. Zuvor haben wir Dieter Neugebauer mit einer versteckten Kamera ausgestattet. Um 7:45 wird er am Busbahnhof in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein abgeholt. Der Bus ist total verqualmt. Der Fahrer raucht genüsslich eine Zigarette nach der anderen. Wo es hingegangen ist, konnte uns der Busfahrer nichts sagen beim Einsteigen, oder mir zumindest, weil er nicht wusste, wo es hingeht. Glaube ich ihm aber nicht. Ich glaube, die sprechen sich da schon ab. Und die Stimmung im Bus war eigentlich erwartungsvoll und alle voller Hoffnung, einen schönen Tag zu erleben und ein paar Geschenke zu bekommen. Bei 30 Teilnehmern müssten heute theoretisch Preise im Wert von rund 70.000 Euro ausgegeben werden. Am Timmendorfer Strand treffen wir Elke Bergmann, eine Expertin für Kaffeefahrten. Sie möchte nicht erkannt werden, da sie seit Jahren verdeckt in der Szene ermittelt und immer wieder selbst an solchen Fahrten teilnimmt. Dabei arbeitet sie mit der Polizei zusammen. Auch den Veranstalter der heutigen Fahrt kennt sie bereits. Zuerst versuchen sie, die Leute einzustimmen, indem sie zu Anfang die Angst nehmen. Also sie sagen, es wird heute gar nichts verkauft oder wir sind besser als die Konkurrenz. Die schlechten Dinge, die sie gehört haben über Kaffeefahrten, das waren die anderen Firmen. Das werden sie bei uns nicht erleben. Dann testen sie, wie kaufwillig die Leute sind. Das heißt, sie beobachten sehr genau, wer ein Opfer werden könnte und wer nicht. Da werden dann also gezielt die ausgewählten Käufer dann auch bearbeitet. Wir folgen dem Bus. Er kurft scheinbar ziellos durch die Gegend. Erst Richtung Hannover, dann Richtung Bremen. Etwa 3,5 Stunden dauert die Fahrt. Schließlich hält der Bus hinter einem kleinen Gasthof, wo schon andere Busse parken, mit denen ebenfalls Rentner gebracht wurden. Unsere Expertin kennt das Lokal bereits, denn hier ist immer wieder das Ziel von Kaffeefahrtveranstaltungen. Als die Gruppe in den Gastraum gebracht wird, sind bereits rund 30 weitere Senioren da. Einer der Veranstalter erscheint. Er behauptet, man wolle heute gar nichts verkaufen. Wir werden euch heute richtig hier verwöhnen. Und ich sag euch gleich eins vorab, ihr müsst heute hier nichts kaufen, gar nichts. Das Einzige, was ich machen werde, ich werde euch einige neue Produkte vorstellen. Aber wie gesagt, die sind nicht zum Verkauf gedacht. Die dürfen nämlich eigentlich erst in einem halben Jahr verkauft werden.
Die Behauptung, man wolle nichts verkaufen, ist laut unserer Expertin nur eine Masche. Der Verkäufer wolle die Rentner in Sicherheit wiegen und nur ablenken. Denn laut Gesetz müssten die versprochenen Gewinne eigentlich auch ausbezahlt werden. Tatsächlich, einige der Teilnehmer fordern die Preise ein, die pro Person rund 2.300 Euro wert sein sollten. Schließlich muss der Veranstalter auf die Fragen eingehen. Also, weil ihr dauernd wegen der Gewinne nachfragt, ich sag's ganz ehrlich, das nervt langsam. Und ich bin kurz davor, dass einige von euch rausgehen müssen. Aber gut, ich werde es euch erklären. Eigentlich wollte ich euch nämlich überraschen. Diese Gewinne auf dem Schreiben, die sind rund 2.300 Euro wert. Richtig. Aber um die Gewinne geht's heute gar nicht, das war ein Irrtum. Aber ich habe etwas viel, viel Besseres für euch. Weil ihr so ein tolles Publikum seid. Ihr könnt hier uns heute sage und schreibe 10.000 Euro gewinnen. Das ist unglaublich, oder? Ihr bekommt jetzt hier ein Rubbel los. Jeder eines. Und mit etwas Glück habt ihr den Hauptgewinn. 10.000 Euro. Das ist doch super. 13 Uhr. Nach 2 Stunden Dauerreden gibt es eine kurze Pause für die Rentner. Es gibt Mittagessen. Dieter Neugebauer kann aus dem Gasthaus kommen und trifft das Kamerateam in dem angrenzenden Waldstück. Zwischenbilanz. Das Mittagessen, da gab es ein paar Streitereien und Rumor bei den Gästen, weil das mussten die selbst bezahlen, wo die wenigstens mit gerechnet haben, weil in der Einladung steht es anscheinend anders. Verkauft wird im Moment noch nichts, es werden nur Produkte vorgeführt. Und die Produkte kann man dann angeblich erst ab September, wenn der Katalog raus ist, kaufen. Neugebauer geht zurück in das Lokal, bevor sein Fehlen auffällt. Und in der Tat, jetzt werden er und die anderen Teilnehmer doch mit einer Verkaufsveranstaltung konfrontiert. Liebe Freunde, gute Nachrichten. Ich bin selbst noch ganz überrascht, aber mein Chef hat mich gerade angerufen und ihr werdet nicht glauben, was er für euch möglich gemacht hat. Er hat zu mir gesagt, ich darf euch diese exklusiven Produkte nicht erst in einem halben Jahr, sondern doch schon heute verkaufen. Das ist die Gelegenheit für euch. Zum Beispiel dieses Nahrungsergänzungsmittel für bessere Knochendichte. Euer Arzt wird Augen machen. Gemeinsam mit der Monatskur für bessere Gesundheit ist das rund 1.500 Euro wert. Und ihr bekommt das jetzt und hier zum Spezialpreis von nur 800 Euro. Und das Topset, auch mehr als 400 Euro wert, das darf ich euch noch kostenlos obendrauf geben. Ich kann selbst nicht glauben. Ihr müsst nur unterschreiben. Wer ist dabei? Diese einmalige Chance dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Während schon erste Rentner Bestellungen unterschreiben, wollen wir den Verkäufer zur Rede stellen. Doch am Eingang des Gasthofs werden wir abgewiesen. Guten Tag. Hausverbot. Ich komme im Auftrag des ZDF und habe nur kurz ein paar Fragen an den Verkäufer. Es sind ganz kurz ein paar Fragen. Hier werden wohl große Gewinnversprechen gemacht im Wert von fast 2.500 Euro. Was sagen Sie denn dazu? Wir haben die Polizei darüber informiert, dass hier eine Verkaufsveranstaltung stattfindet. Die Beamten wollen sich die Situation genauer ansehen und die Organisatoren überprüfen. Oft sind solche Veranstaltungen gar nicht angemeldet. Das wäre ein Verstoß gegen die Gewerbeordnung. Ja, die Polizei hat dann einige der Gäste dort befragt. Und die Hauptfrage war natürlich, fühlt sich jemand betrogen? Und da haben sich echt viele gemeldet. Die Polizei bricht die Veranstaltung ab. Die Teilnehmer werden wieder in die Busse gebeten und weggefahren. Der Verkäufer und seine Mitarbeiter, eben noch so selbstbewusst, scheinen plötzlich eher kleinlaut. Vor der Kamera möchte keiner der drei etwas sagen. Das Problem für die Expertin, die Veranstalter solcher Fahrten sind schwer zu greifen. Solange Leute mitfahren wollen, also solange jemand jetzt eine Dienstleistung oder Ware haben will, wird sich immer jemand finden, der diese Ware oder Dienstleistung anbietet. Also solange es die Nachfrage gibt, wird das niemals aufhören mit den Fahrten. Und das nächste Problem ist, dass die Veranstalter auch dafür sorgen, dass sie nicht gefunden werden können oder dass man im Voraus das wirkliche Ziel der Fahrt nicht erfährt. Also die tun auch alles dafür, dass sie nicht gefunden werden. Ich habe da schon viel gesehen und gehört über Kaffeefahrten. Aber sowas mal live zu erleben, wie die Leute hier abgezockt werden, wie arme Rentner hier richtig über den Tisch gezogen werden, wo es darum geht, die Leute richtig einzuschüchtern und unter Druck zu setzen, sowas hätte ich mir nicht gedacht, dass es sowas noch gibt. Es war, wie bereits vermutet, eine reine Verkaufsveranstaltung.